Herr Blomstedt, wenn ich richtig informiert bin, war es ein alter Telefunken-Radiorekorder, mit dem Sie die Staatskapelle das erste Mal gehört haben. Was genau war das? Ja, es war ein Urlaub, ein Schulurlaub im Sommer, irgendwann in dem Zweiten Weltkrieg, bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof. Und jeden Sonntag habe ich gemerkt, war kommt vom Deutschlandsender ein Konzert oder eigentlich zwei Konzerte. Um 10 Uhr war ein Kammermusikkonzert, unser Schatzkästlein hieß das. Da hörte man Streichquartette von Haydn, Mozart, Beethoven und so weiter. Und dann war ein Orchesterkonzert vom 11 bis 12. Und als Musikbegeisterter, das wollte ich nicht verpassen. Da habe ich jeden Sonntag das gehört. Mitten im Krieg. Und dann hören wir an einem Sonntagmorgen diese Melodie. Ich kannte diese Musik, denn ich war zwei Geiger, aber ein bisschen Klavier habe ich auch geklimpert. Und dieses Thema von Mozart konnte ich noch spielen auf dem Klavier. Aber hier kam das vom Orchester und das klang so fantastisch. Mit jeder Phrase war ein bisschen ein anderer Klang. Und wir hörten fasziniert zu, eine halbe Stunde mit Variationen war das. Und am Schluss sagte der Ansager, ja, Sie hörten die Mozart-Variationen von Max Reger, gespielt von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Karl Böhm. Ah, das war das Schönste, was wir je gehört hatten. Dieser Klang und diese Musik und dieser Name Sächsische Staatskapelle, so geheimnisvoll. Und Karl Böhm, der kurze Name, das konnten wir uns schon merken. Das hat mir nie vergessen. Die Musik brauchte ich nicht aufzuschreiben, denn ich hatte ja die Noten und Klavier. Seitdem war also die Sächsische Staatskapelle für mich das Inbegriff von Schönheit. Und dann mussten Sie aber noch ein paar Jahre durch die Welt ziehen, bis Sie dann tatsächlich mal mit der Sächsischen Staatskapelle spielen durften. Sind denn alle Erwartungen der Schönheit beim ersten Konzert erfüllt worden? Ja, mit Plus. Seien Sie ehrlich. Plus, mit Überschuss. Also das kann ich gar nicht beschreiben. Also diese Erlebnis, das hat auch mit Umfeld zu tun. Also die Anreise war nicht sehr bequem. Ich war nie früher in einem kommunistischen Land. Ich fühlte die Unfreiheit und das Misstrauen über jeden Menschen, besonders Ausländer. Fühlte ich ganz genau. Niemand war unfreundlich, aber es waren immer Leute mit Gewehren. Und manchmal waren die auch auf mich gerichtet. Das war unheimlich und alles war kaputt. Warum haben Sie sich das angetan? Bitte? Warum haben Sie sich das angetan? Sie hätten ja auch irgendwo im Westen bleiben können. War das die Neugier oder war es der Klang, dem Sie hinterhergereist sind? Das war natürlich die Kapelle. Wenn es irgendein mittelmäßiges Orchester gewesen wäre, dann wäre ich nicht gefahren. Ich wurde eingeladen, also angefragt, weil die Kapelle ihre Chefdirigenten verloren hatte wegen politischen Umwälzungen. Und die brauchten dann Ersatz natürlich. Das war Turnowski und das war der Prager Frühling, glaube ich, ne, wo er beteiligt war. Ist das auch etwas, wo man sich erstmal überlegt, ups, da ist jemand verloren gegangen, Sie haben es so nett gesagt, ne? Also ist er politisch sozusagen geflohen, nicht mehr gewollt gewesen. Und man sagt, jetzt gehe ich dahin, da macht man sich doch auch schon zwei, drei Gedanken, oder? Diese Gedanken kamen vielleicht viel stärker später, als die Kapelle mich gebeten habe, ihr Chef zu werden. Das hat sehr viel Überlegungen gekostet. Die Kapelle liebte ich. Wir haben uns sofort zusammengefunden. Aber das ist eine andere Sache, ständig da zu arbeiten und die Verantwortung zu übernehmen für ein Orchester, was hauptsächlich ein Opernorchester ist. Opern war nicht meine erste Liebe. Also das hat sehr viel
das hat 2,5 Jahre gedauert, bis ich Ja gesagt habe. Aber da haben die Musiker Sie gut umschwänzelt, wie wir auf Deutsch sagen. Sie haben sich sehr gut um Sie gekümmert eigentlich, oder? Ja, die Kapelle hat ein sehr gutes Gespür. Überhaupt ein sehr, sind sehr, sehr sensible Menschen. Wenn sie sehr zu gewaltig an mich gekommen haben, dann wäre ich sicher protestiert und nie wieder gekommen. Aber sie haben das sehr vorsichtig gemacht, was sie eigentlich wollten, das ist zu zeigen, wie schön ihre Stadt ist, wie wichtige musikalische Dinge dort passieren, wie schön das Umfeld ist. Sie haben mich zum Freiberg gefahren, um die Silbermann-Orgel da zu hören. Sie haben mich in die Sächsische Schweiz gefahren. Hier hat Weber Freischütz Inspiration bekommen. Hier hat Wagner Tannhäuser geschrieben. Also das haben sie ohne eigentlich den Grund zu sagen, warum. Sie wollten mir nur zeigen, wie schön und wie besonders ihre Stadt ist, ihre Umgebung. Und das hat natürlich seine Wirkung, sagen. Ich bin da auch sehr sensibel. Wenn man sehr, sehr viele Brustgänge zu, dann werde ich sagen, nein, stopp hier. Aber gleichzeitig haben wir immer mehr und mehr gespielt zusammen und wunderschöne Sachen zusammen entdeckt. Es bedarf aber einer Akkumulation von solchen Reizen, um mich über den letzten Widerstand wegzusetzen und wirklich Ja zu sagen. Also es war die Menschlichkeit hauptsächlich, die Begeisterung über die Stadt und der Raum der Musik, der Sie gelockt hat. Ist in diesem Raum der Musik, der Staatskapelle, wenn man da Chef ist, dann ist tatsächlich so, dass die Politik gar keine Rolle mehr spielt, weil man als Kollektiv in Musik ist? Oder mussten Sie da auch ganz neue Dinge lernen im Umgang mit Orchesterstruktur, mit all solchen Sachen? Weil ganz ohne Politik wird es ja nicht gegangen sein. Das war vor allem ich musste überwinden meine Bedenken über diese totalitäre Regime, der mir sehr zugegen ist, unheimlich ist und sogar teuflisch einschätze. Aber das ist eine Sache, was den meisten Menschen nicht angeht. Das sind ja normale Menschen wie ich. Sie müssen leben unter verschiedenen Umständen. Sie haben darunter gelitten, aber sie haben auch gewusst, wie man sich damit arrangiert und versucht zu sehen, das Gute daran. Denn das sind ja auch positive Sachen dort gewesen, was zu bewundern ist. Da muss man eine Balance finden und dann, ich habe natürlich immer in Stockholm gewohnt. Ich würde nie meine Kinder in eine marxistische Schule schicken. Und die Begrenzungen, die hier sind, auf meine Familie auszugrenzen. Mich hat der Staat immer mit Respekt behandelt, das Publikum, mit Liebe. Also ich fühlte mich eigentlich musikalisch immer sehr wohl hier. Haben Sie auch gemerkt, dass das Publikum in der Musik tatsächlich vielleicht auch eine Hoffnung gehabt hat, eine, nicht Ablenkung, aber eine Identifikation, die dann vielleicht doch tatsächlich zum Teil auch unpolitisch war? Man konnte einfach auch mal genießen, man hat als Staatskapelle der Stadt etwas Geistiges gegeben. Ja, und eine Freiheit. Freiheit war ja Mangelware. Ist immer in totalitären Staaten, immer von welcher Farbe. Es ist eine Begrenzung der Freiheit, eine große Begrenzung. Man darf nicht sagen, was man kann. Was man denkt, das kann die Stadt nicht verhandeln, nicht rausdenken. Aber was man sagt und wie man handelt, das wird immer beobachtet. Und diese Unfreiheit ist unheimlich und teuflisch. Aber das Publikum, das ja ein sehr musikbegeistertes Publikum immer war in Dresden seit Jahrhunderten, fand in der Musik natürlich eine unbegrenzte Freiheit. Auch wenn das Programmheft sagt, ja, Beethoven war ein Revolutionär, der war eigentlich
der Kommunismus war da nicht erfunden, aber es war im Prinzip schon revolutionär. Ja. Das war er auch in gewissem Sinne. Aber ich glaube, er würde nie Kommunist gewesen sein. Aber man braucht ja auch das Programmheft nicht ganz zu lesen. Es stand auch sehr Vernünftiges da, sehr gute Sachen. Das waren gute Skribenten, gute Dramaturgen. Aber die Musik konnte man selbst nicht anders. Das war also ein Freiraum. Und das Publikum von jeder politischen Couleur haben das zu schätzen gewusst. Die liebten die Musik. Das war ein Raum, ein Freiraum, den wir frei atmen könnten. Paul Dessau, der sehr gute Komponist in der DDR, der sagte mit viel Humor, ja, der beste DDR-Komponist war doch Johann Sebastian Bach. Ja. Also auch die Mitläufer von der SED hatten Humor und die schätzten die Geschichte, dass hier verpflanzt ist. Und das habe ich natürlich gespürt, eine enorme Musikbegeisterung. Und ich war dann für das Publikum, glaube ich, ein Teil von dieser Freiheit. Das hat mich auch sehr beflügelt. Das hat auch 10 Jahre lang, glaube ich, gut funktioniert. Aber irgendwann hat natürlich auch die andere Seite gemerkt, dass Musik, wer die Musik hat, hat die Macht. Das ist ja auch oft so, nicht wahr? Also egal, ob es früher Mäzene waren, ob es die Kirche war, ob es heute politische Systeme waren. Es kam 1985, wenn ich es richtig verstanden habe, zu einem Zwischenfall, der Sie dann nicht mehr so amüsiert hat. Da wollten Sie ein Gastspiel in West-Berlin machen mit der Staatskapelle, aber Ihnen wurde vorgeschrieben, welche Musiker Sie mitnehmen dürfen und welche nicht. Und das war, glaube ich, ein Punkt für Sie zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, oder? Ja, das ist etwas Ähnliches. Also die letzten Jahre von der DDR waren ja schwierige Jahre für alle. Ich glaube, die Bevölkerung hatte immer zu essen und hatte immer zu Arbeit. Das war eine gute Sache, denn das ist ja nicht überall in der Welt der Fall. Aber es wurde ökonomisch sehr, sehr, sehr heikel. Es mangelte Devisen für wichtige Waren aus dem Ausland. Und um das zu beschaffen, hat der Staat jede Möglichkeit, Devisen zu bringen, ausgenutzt. Auch Orchester ins Ausland zu schicken, gute Honorare. Die Kapelle war ein berühmtes Orchester, die haben auch sehr gute Honorare bekommen. Das heißt nicht die Musiker, sondern der Staat. Die Musiker. Und der Chefdirigent. Wir waren anständig bezahlt, aber die große Kassierer war natürlich der Staat. Und um das maximal ausnutzen zu können, hat man das Orchester aufgeteilt in Gruppen. Da schickte man ein paar Streichquartette nach Westdeutschland, eine nach Japan, ein Kammerorchester wurde hier geschickt und das Orchester wurde so geschrumpft, die Zurückbleibenden waren nicht vollzählig für jede Aufgabe. Und wenn wir in West-Berlin das jährliche Konzert spielten, um zu zeigen, wie gute Musik in der DDR gibt, dann mangelte es an 5 unserer Bratschisten. Die waren dann beschäftigt irgendwo anders und ohne mein Zutun, ich war ja der Chef, aber diese Musik wurde mir genommen. Und ich dachte, das geht nicht. Sie müssen das Orchester intakt sein für die wichtige Aufgabe, besonders in West-Berlin. Ich muss meine Musiker haben. Das haben sie nicht verstanden. Das heißt, vielleicht haben sie das verstanden, aber das dürfen sie nicht verstehen. Und haben gesagt, es gibt hier in Ost-Berlin jede Menge gute Bratschisten, die können sie nehmen. Und das sind nicht die Staatskapelle, das sind gute Musiker und sehr gute Musiker vielleicht, aber die passen nicht in die Staatskapelle. Ah, das hat ihnen nicht gefallen, solche Resonemang. Es fiel in diesem Gespräch, glaube ich, sogar der Satz, Herr Blomstedt, wir haben viele Jahre in Freundschaft zusammengearbeitet, jetzt ist es mit der Freundschaft aus. Das war dann eigentlich ein ziemlich klarer Rausschmiss, oder? Das habe ich noch in den Ohren, ja. Das klang für mich nach Gestapo. Aber es passierte eigentlich nichts. Das war nur eine Warnung für mich. Passen Sie auf, gehen Sie nicht zu weit. Aber es war schon zu weit. Wir waren ja in Amerika gewesen. Auf die erste Reise der Kapelle in Amerika war 1979. Und seitdem war die Kapelle enorm begehrt in Amerika.
Und dadurch wurde ich natürlich auch in Amerika sehr bekannt. Und die haben mich dann sehr gelockt. Verschiedene Orchester brauchten einen Chef, der mit der Staatskapelle Erfahrung gesammelt hatte. Und jetzt war die Zeit dafür reif. Das tut mir leid, eigentlich die Kapelle da im Stich gelassen zu haben. Aber 10, 15 Jahren haben wir schon zusammengearbeitet. Und ich musste auch ein bisschen an mich denken. Die Liebe zur Kapelle ist aber nie annulliert worden, steigert sich eigentlich immer noch. Denn jedes Orchester hat ja ihre eigene Schicksale. Aber die Menschen, die dort waren, auch wenn jetzt wenige Spiele da sind von dieser Zeit, ich glaube 6, 7 Kollegen sind noch da von meiner Zeit. Wenn ich an den Kollegen denke, zum Beispiel an einen von den Solobläsern wie Kurt Mahn, der Solobohr, oder Damm, Solohornin. Also wenn Herr Mahn seine Oboe in den Mund steckte und ein paar Töne bläst, dann war ich wie, ich konnte weinen. So schön war das. Es spielte seine Seele raus einfach. Das hängt mit den Persönlichkeiten an. Es war eine sehr musikalisch eine sehr glückliche Zeit für das Orchester. 10 herausragende Persönlichkeiten in leitenden Funktionen. Das bedeutet schon was für ein Orchester. Heute sind 10 andere Menschen, die sind auch herausragend, wunderbare Musikanten, aber haben andere Persönlichkeiten. Das war eine einmalige Zusammenstellung, die ich erlebt habe und die ich nie vergessen werde. So ist das mit den Geliebten. Auch in der Ferne sind sie manchmal schön zu klingen und vor allen Dingen, man kann immer wieder zurückkehren. Und wir freuen uns ganz sehr, dass Sie das jetzt wieder machen und Sie sehen, die Kapelle liebt Sie immer noch. Vielen herzlichen Dank, Herr Blomstedt. Dankeschön. Dankeschön.